Auch ziemlich komisch, ne? Ein Hutenschlüssel. Also das heißt jetzt Frequenzzeitalter sozusagen. Wer hätte sich sowas träumen lassen? Diesmal haben wir einfach Copy und Paste gemacht. Na, diesen Vision Blue Energiekonverter habe ich mir mal zu Herzen genommen und habe meine eigene kleine Mini-Version davon gebastelt. So im Nachhinein betrachtet habe ich die Magneten doch etwas zu nah aneinander gesetzt. Leider sind jetzt nicht so hohe Drehzahlen möglich, wie ich dachte. Aber naja, gut, okay, drehzahlmäßig. Darum soll es ja jetzt gar nicht mal gehen, ne? Es wurde daher vermutet, dass, ich glaube, bei Jens war es so gewesen, damit er 1, 2, 3 Spulen und die dann nochmal ineinander versetzt hatte, praktisch zwei Dreiecke ineinander versetzt. Und ja, wir waren da schon ziemlich überrascht, dass man da so für LEDs schon damit betreiben kann. Jetzt habe ich da mal einfach aus Huxendaterei eine andere Anordnung genommen. So wie halt gerade meine Magnete gewesen sind 48 Magnete. Und das dann auf 12 aufgeteilt. Ja, sind gewickelt mit, ich glaube, um die 330 Windungen, denke ich mal. Mit zwei Drähten parallel, also in jedem von so einem Schlauch sind jetzt zwei Drähte drin. Und ja, die drei Gruppen sind dann parallel mit einem ganz normalen, ja, was sonst, ne? Bedini. Mit einer Bedini-Schaltung verschalten. Hier seht ihr die Neon-Glimm-Lampe für einen Transistorschutz. Hier haben wir aus Potti. Ja, also alles altbekannt, ne? Es ist nichts so Neues. Ja, was mich allerdings verblüfft hat, ne? Ich meine, dieser große Energiekonverter hat ja auch so beim Jens so bei 12 Volt so 100, 150 Milliampere gezogen. Konnte schon bei LEDs betreiben mit riesengroßen Spulen. Jetzt habe ich hier kleine Mini-Spulen, allerdings mit festen Eisenkernen, die kann ich leider nicht rausziehen. Ja, mal gucken, wie das hier so funktioniert. Da ist Plus. Aha, da hört man noch gar nichts, ne? Ja, momentan, das ist eine blaue LED-Lampe. Leider habe ich keine gleichen LED-Lampen da, sondern einen Haufen verschiedene. Und bei LEDs, ihr wisst ja, die eine braucht die Durchbruchspannung, die andere braucht die Durchbruchspannung. Das heißt, wenn man alle mit einmal anschließt, dann wird die definitiv, also nur die leuchten, die, ja, welche leuchtet dann eigentlich? Wo der geringste Strom durchfließen kann? Oder die wenigste Spannung braucht zum Leuchten? Naja, bei mir ist es... Ja, die blaue mit einer 9 Volt Batterie, die eigentlich 12 Volt bräuchte. Schon ziemlich hell. Leider geht er nicht ins Selbstoszillation. Doch jetzt! Ha! Naja, vorhin die ganze Zeit rumprobiert, hab gedacht, jetzt brauche ich es gar nicht mehr probieren. Na gut, okay, so sollte es dann jedenfalls aussehen, wenn es in Eigenoszillation gegangen ist. Ja, dieses piepsche Geräusch, sorry. Wollen wir gleich mal weitermachen, ne? Geht auch. Und jetzt leuchten wie viel? Die leuchtet halb, die leuchtet ziemlich voll. Da drüben die leuchtet auch gut. Und die hier leuchtet auch mehr oder weniger, ne? Also zwei Lampen voll, zwei so halb. Geht auch. Ja, jetzt haben wir die letzten LEDs angeschlossen. Nochmal. Aber bei anderen Menschen die Vorstellung von Liebe ist bei mir ein schwarzes Loch. Ja, das ist wieder der Vorführeffekt, ne? Da klappt wieder gar nichts hier.
Ja, also die wollen irgendwie nicht so richtig. Haben vorhin aber noch geleuchtet. Aus welchem Grund auch immer. Hey. Also mit Netzteil funktioniert es komischerweise, aber nur bei geringen Drehzahlen. Naja, jedenfalls, das ziehen wir momentan. 100 mA bei 11 Volt ungefähr. Ja gut, das kommt doch zu langsam. Aber es hätte einen normalen Bedini-Effekt. Ne? Naja, Upala. Das sollte man nicht machen. Komischerweise geht er viel besser ab. Bei ungefähr derselben Stromaufnahme. Wenn er große Last dran hat. Auch komisch. Naja, nach wie vor bleibt es ein verblüffendes Teil, dieses Bedini-Ding da. Mal schauen. Sehr gutes Motorprinzip ist es nach wie vor. Jetzt ist praktisch keine Last dran, ne? Jetzt kommt die Last dran. Dann sind wir noch bei 11 Volt und kann man wunderschön über die Spannung regeln. Bei 15 Volt. Oh, 200 mA. Muss noch was geben. Also als Motor funktioniert er einwandfrei. Gibt's nichts zu meckern. Wie es jetzt weitergeht mit dem Teil hier. Auf der einen Seite schwebt mir ja da vom Querdenker dieses Lowlands-Generator-Prinzip im Kopf herum. Hier sind sie schon vorbereitet, diese Magnet-Gates. Ja, und hier könnte dann die Spule drin sitzen. Eventuell. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Das wäre eine Option, was ich hier raus machen könnte. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal schon so einen Plattenspieler schön mit Bedini-Antrieb ausgerüstet habe, hätte ich ja auch mal irgendwann mal was für diese ordentlichen Perpetual Motion Holder-Spulen, ne? So von mir da irgendwann mal Fuchsspulen getauft, was aber nicht der offizielle Arbeitstitel ist. Ne? Das wäre auch mal eine Idee. Aber hier habe ich ja sowieso nur eine Seite. Ja, na mal gucken. Ich überlege mir das mal noch ein bisschen. Ja, aber das erstmal, bis ihr auf dem Laufenden seid, ne? Wisst ihr, was ich so zurzeit tue? Ja, und bis bald dann. Na, wollen wir dir auch mal ein schönes neues Leben bescheren, wa?